So Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um Rapper mit Yeezys. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viele Anfragen bekommen von Leuten, die mich gefragt haben, ob Yeezys noch okay sind, ob man Yeezys noch tragen kann und so weiter und so fort. Ist ein sehr gefragtes Thema zurzeit, da viele sagen, dass der Yeezy-Hype rum ist. Trotzdem finde ich Yeezys nach wie vor extrem nice, wisst ihr, denke ich, alle. Und ich wollte einfach mal gucken, welche Rapper denn Yeezys anhaben. Ist, glaube ich, auch ein sehr spannendes Thema, da ich auch ein paar Überraschungen gefunden habe von Leuten, wo ich nicht gedacht hatte, dass die welche tragen, wie dem auch sei. Ich stelle euch das heute in diesem Video ein bisschen genauer vor. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's. Übrigens, wenn ihr euch den Sweater hier auch kaufen wollt, den ich von Adidas habe, checkt meinen Link in der Beschreibung ab. Ist, finde ich, ein sehr, sehr chilliger Sweater, den man auf jeden Fall gerade im Winter und Herbst sehr gut tragen kann. Dann geht's los mit dem ersten Rapper, und zwar wäre das Marjo. Und der hat, finde ich, styletechnisch eine sehr positive Entwicklung durchgemacht. Es gab Zeiten, da habe ich ihn vom Style her nicht so gefeiert, weil er da so ein bisschen diesen, ich sag mal, K1 und Kollega-Style gefahren ist. Fand ich nicht so nice, aber mittlerweile trägt er auch Sachen wie Balenciaga und so weiter und so fort. Und kombiniert das Ganze teilweise echt sehr, sehr gut. Einige Outfits finde ich noch so lala, aber man sieht auf jeden Fall, dass er sich damit auseinandersetzt, Mühe gibt und das auch größtenteils gut hinbekommt. Und ich habe jetzt hier natürlich supporttechnisch die Blanco-Box hier mir vorbestellt. Ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Album. Ganz ehrlich, ich muss sagen, dass es ein bisschen eintönig ist mit der Zeit. Trotzdem finde ich es sehr, sehr gut. Gerade so Lieder wie Pinocchio oder so finde ich extrem nice. Insgesamt aber ein sehr, sehr gutes Album von Kurdo und Marjo. So sind beide sehr gute Rapper. Gefallen mir vom Rap und auch Marjo vom Style her sehr gut, wobei er, wie gesagt, noch ein bisschen sich so ein paar kleine Fehltritte erlaubt. Wie gesagt, er hat auch Yeezys an ab und zu. Ich habe ihn damals sogar auf der Sneakerness in Köln getroffen, war sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und deswegen hier in diesem Ranking auch Marjo mit dabei. Er trägt Yeezys. Ich glaube, er hat nur V2, soviel ich weiß. Ich habe ihn auch nur mit den schwarzen, mit dem grünen Strich gesehen. Ob er noch andere hat, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, er trägt auch ab und zu andere Marken und kombiniert diese echt sehr, sehr gut für seine Verhältnisse, wenn man so guckt, was er früher getragen hat. Der nächste Rapper kommt auch aus Stuttgart tatsächlich. Und zwar wäre das Crow. Ich persönlich finde seine Musik nicht ganz so nice, ist nicht ganz so mein Fall. Ich habe ihn früher eine Zeit lang so ein bisschen gefeiert, aber mittlerweile höre ich ihn eigentlich gar nicht mehr an so. Ich habe auch wirklich nicht gedacht, dass der Yeezys hat, aber ich habe in so einem Interview gesehen, dass er die Yeezy Red October besitzt. Wenn ihr mich fragt, sogar der schönste Yeezy der Red October, auch wenn sehr, sehr viele natürlich gegen diesen roten Schuh-Hype sind. Ich persönlich finde ihn trotzdem extrem nice, den Red October. Und er hat ihn zu dem Zeitpunkt, wo er das Video aufgenommen hat, tatsächlich noch deadstocked gehabt, was auf jeden Fall echt krass ist, wobei er auch mit seinen Yeezys einmal skaten war. Was er auch in dem Video gesagt hat, ist auf jeden Fall auch extrem krass, mit Yeezys skaten zu gehen. Aber machen ja auch einige tatsächlich. Wie gesagt, er hat die Red Octobers, hat die, soviel ich weiß, auch nicht wirklich oft angehabt, beziehungsweise ja gar nicht. Aber ich habe ihn auch noch nie auf Insta oder so mit den Red Octobers gesehen. Hat er von Nike geschenkt bekommen, ist auf jeden Fall extrem nice. Hätte ich ihm nicht zugetraut, dass Crow eben Red Octobers besitzt. Dann geht's auch schon weiter mit einem meiner Lieblingsrapper, und zwar wäre das Bushido. Und ich habe ehrlich gesagt kein Insta-Bild gesehen, wo er seine Yeezys anhat, aber ich weiß von Interviews, dass er Yeezys trägt. Er hat die Cream Whites, soviel ich weiß. Ob er andere hat, weiß ich nicht. Ich glaube, er hat noch die Triple Blacks, aber ich habe keine Ahnung, bin mir da nicht so ganz sicher. Ich habe, wie gesagt, kein Bild auf Insta gefunden, wo er Yeezys anhat, aber ich habe ein Bild gefunden, wo er 5 Yeezy Boost Kartons übereinander gestapelt hat und dazu geschrieben hat: Danke Arafat, ist auf jeden Fall auch ein Statement so. Und er trägt, wie gesagt, Cream Whites, aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob er noch andere hat, wie gesagt. Aber Bushido trägt auch Yeezys, was ich ihm vor 1-2 Jahren auf gar keinen Fall zugetraut hätte. Dann geht es auch schon weiter mit einem, der mich ein bisschen enttäuscht, beziehungsweise, was heißt enttäuscht, aber ich finde, dass er so ein bisschen mit dem Style reinscheißt. Und zwar geht es um Farid Bang. Manchmal hat er ganz coole Outfits an, aber an anderen Tagen hat er zum Beispiel Sachen wie Yeezys eben an, die er halt eben auch relativ oft trägt in letzter Zeit, aber er hat dann eben keine krassen Klamotten drauf an, oder er kombiniert dann einfach so eine Stone Island bzw. Off-White Hose in Khaki, glaube ich, mit einem Oberteil genau passend dazu. Sieht, finde ich, so ein bisschen ganzkörpermäßig aus. Gefällt mir, wie gesagt, nicht ganz so gut vom Style her so, wobei er jetzt hier auch auf diesem Bild eigentlich eine sehr coole Jacke und so trägt. Also bei Farid Bang ist auch so ein Zwischending. Er trägt, wie gesagt, auch Yeezys, vor allem V2. Farid Bang ist nicht so mein Lieblingsrapper, wobei er natürlich schon krasse Skills hat, und auch ich freue mich auf JBG3. Jetzt kommen wir zu einem sehr umstrittenen Rapper, und zwar wäre das K1, und zwar hat er, soviel ich weiß, die Belugas und die Zebras, und er hat hier ein Bild mit Pietro Lombardi auf Insta hochgeladen, wo er eben seine Zebras trägt. Man kann von K1 halten, was man will. Ich persönlich finde, dass er tatsächlich ein paar gute Lieder hat, ich ihn aber nicht wirklich höre und auch nicht supporten will und auch nicht supporten kann. Ich persönlich finde es irgendwie komisch, dass K1 Yeezys anhat seit neuestem. Kann man natürlich machen so, es haben sehr viele Leute Yeezys, so zum Beispiel auch Dagi B oder so, was ein bisschen strange ist, aber wie gesagt, hier K1 in Yeezy Zebras mit Pietro Lombardi ist auf jeden Fall ein sehr krasses Pick.
Nee, wie gesagt, K1 trägt mittlerweile auch Yeezys. Ich weiß, ziemlich viele fucken sich darüber ab, dass mittlerweile so viele Leute Yeezys tragen. Kann man jetzt natürlich sehen, wie man will. Ich dachte trotzdem, dass es mal ganz interessant ist zu sehen, welche Rapper alle Yeezys anhaben und welche nicht. Wenn ihr Bock auf noch so einen Teil habt, zum Beispiel YouTuber mit Yeezys oder YouTuber mit Fake Yeezys oder sowas, dann gebt auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Channel für mehr Fashion- und Lifestyle-Videos. Und ansonsten war's das. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.